Moinsen! Ihr wundert euch jetzt, warum wir in der Küche sind. Ich habe mal wieder ein Problem und ich habe auch schon wieder eine Lösung. Es ist so, dass meine Plastikteile, wie zum Beispiel C-Hubs am HPE Buggy, den ich ja jetzt noch ganz neu habe, relativ zügig immer wieder brechen. Das war am Ken Block so, das war am Buggy so, das war am Slash so. Das wollen wir jetzt mal ändern. So, das heißt, wir kochen die Dinger. Wie machen wir das? Schwierig. Gar nicht schwierig. Wir nehmen uns das Teil. Ich habe jetzt hier nur die C-Hubs liegen vom Buggy. Ich hole gleich noch ein paar mehr. Also wie beide. So. Kochtopf. Und liebe Kinder, liebe Jugendlichen, alles, was eigentlich noch bei Mutti wohnt, Mutti fragen, welchen Kochtopf dürft ihr nehmen? Ich habe mir den auch absegnen lassen von Frauchen. So, also, Herd braucht ihr, Strom braucht ihr und Vorsicht heiß. Ruhig da. So, dann braucht ihr Teile, was auch immer ihr da nehmen wollt. Ich weiß nicht, ob das bei RPM-Teilen geht, das werde ich aber mal ausprobieren. So, ihr braucht ein Thermometer. Ich habe hier ein Infrarotthermometer, das kann auch ein ganz normales sein. Gucken wir, ob das so geht. So, wir haben jetzt hier 78 Grad im Wasser. Es geht also. Ihr braucht eine Zange. Und ganz wichtig, ihr braucht auch einen Countdown. Ich mache das jetzt hier mit meinem Handy. Die App nennt sich AirDroid. Und wie ihr sehen könnt, habe ich was bei eBay gekauft. 25 Minuten kochen wir die Teile. Und zwar schmeißen wir die da jetzt rein. Den anderen auch und los geht's. Und jetzt sehe ich schon, dass da ein bisschen Wasser raus ist. Da füllen wir jetzt mal ein bisschen was nach. Sekunde. Hitze abdrehen ist sicherlich auch nicht verkehrt. So. Wir haben hier 72 Grad. So 70, 80 Grad ist top, wurde mir gesagt. Ich habe das auch schon mal probiert. Das hier sind die Radträger vom Ken Block, also vom WR8 hinten. Die sind schon gekocht, die sind ein bisschen ausgeblichen. Also nicht mehr so ganz schwarz, ist mir völlig egal. Hauptsache die Dinger halten. Ansonsten kann ich da keinen Unterschied feststellen. Sind auch nicht gefahren. Wie gesagt, das war der Testlauf. Und schauen wir mal weiter. So, wir lassen das jetzt alles kochen. Ich schmeiße gleich noch ein paar andere Sachen mit rein, die ich da ebenfalls drin haben möchte. Und dann schauen wir mal. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt ungefähr die 25 Minuten um. Das Handy klingelt gleich. Wir haben konstant etwa 85 Grad hier über 20, 25 Minuten gehabt. Ich weise jetzt nochmal ausdrücklich darauf hin, dass das Wasser heiß ist, dass die Platte heiß ist, dass der Topf heiß ist und dass die Teile, die ich gleich da raushole, auch heiß sind. Verbrennt euch da nicht. Ich habe hier gleich eine Zange dafür liegen. Fragt Mama, fragt Papa, fragt Frau, fragt Schwester, weiß der Geier was, wenn ihr sowas noch nie gemacht habt, seid damit vorsichtig. Ich weiß, dass viele Kiddies das machen. Ich sage das jetzt auch, glaube ich, schon zum zweiten Mal. Verbrennt euch damit nicht die Finger oder sonst irgendwas mit irgendwelchen Experimenten. So, wir schauen mal auf die Uhr. So, 20 Sekunden. Wir brechen das jetzt hier ab. Herdplatte ist aus. Jetzt nehmen wir uns ein kleines Plastikteil, wo wir das drauflegen können. Ich nehme sowas. Das ist einfach nur ein Schneidbrett. In dem Fall von der schönen Marke Tupperware. Also ihr seht, wie die dampfen, denke ich mal. Ja, das seht ihr. Die sind echt heiß. Also die haben jetzt gut 60, etwas über 60 Grad. Deswegen auch mit der Zange. Also ich möchte die jetzt nicht gerade anfassen. Kühlen jetzt relativ zügig aus. Ihr seht hier 60 Grad. Dass die jetzt ein bisschen weniger haben, verstehe ich nicht, aber gut.
Ha, näher ran, dann werden die auch wärmer. Der jetzt nicht, aber gut. Okay, lassen wir das mal. Der hier kühlt schon ab. Wir sind jetzt hier bei 40 Grad. Der hat schon 20 Grad verloren in der Zeit, wo wir jetzt hier gequatscht haben. Den Topf nehmen wir mal runter. Also ich habe hier ein ganz normales Ceranfeld verwendet mit einem ganz normalen Kochtopf und ganz normalem Wasser. Da kommt kein Salz ran, da kommt kein Pfeffer rein, da kommt kein Pommesgewürz ran oder weiß der Geier, was ihr noch im Schrank findet. Wirklich ganz normales Wasser rein, ausreichend, weil ihr müsst überlegen, das Wasser verdampft, das heißt, das wird weniger. Ihr habt ja vorhin gesehen, dass ich was nachschütten musste. Macht da ordentlich Wasser rein und dann sollte das auch funktionieren. Also, warum mache ich das? PC-Hubs brechen mir meistens. Guck mal her. Meistens hier. Durch das Kochen soll das ganze Ding ein bisschen flexibler werden. Ähnlich wie die RPM-Teile. Wenn ihr die mal in der Hand hattet und gebogen habt, dann merkt ihr, dass die ein bisschen flexibler sind als die Standardteile. Natürlich, weil Flexibilität ist dann halt auch ein bisschen stabiler. Weil ganz hart, dann könnten wir uns auch Querlenker aus Glas bauen, weil Glas ist härter als Stahl. Aber Glas bricht halt so schnell, weil es so hart ist, weil es halt sehr, sehr hart ist. So, ich hoffe mir ein bisschen Flexibilität. Ich hoffe, dass das so klappt. Ich werde da bestimmt noch mal ein Review drüber machen. Freue mich auch, wenn ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt. Da bin ich gerne dankbar darüber, wenn ihr mir einen Post hinterlasst, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt. Ansonsten viel Spaß weiterhin bei diesem tollen Hobby. Auf Wiedersehen.